Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um die 5 Minuten RAW Challenge. Ihr habt mir wieder ein paar Bilder zugeschickt, das heißt RAW-Dateien. Und ich habe mir überlegt, dann machen wir mal wieder eine Folge. Also, heute bearbeite ich wieder 2 RAW-Dateien von euch und habe dafür jeweils nur 5 Minuten Zeit und ich darf auch nur Lightroom verwenden. Ich habe diese Bilder auch nicht großartig vorher gesehen, außer dass ich sie mir jetzt gerade eben halt ausgesucht habe. Aber ansonsten habe ich diese Bilder vorher noch nicht gesehen. Das heißt, das Ganze ist eine kleine Challenge. Wie der Name schon sagt, es geht hier auch nicht darum, ganz professionell Bildbearbeitung zu betreiben, sondern es geht ein bisschen mehr auch ums Entertainment. Wenn du mehr über Lightroom lernen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall entweder meinen Einstiegskurs oder auch der Kurs für Fortgeschrittene. Gibt es jeweils auf meinem Online-Store, kannst du mal raufklicken. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, viel Spaß bei der 5 Minuten RAW Challenge. Es geht los nach dem Intro. Ich habe wieder einige Fotos von euch zugeschickt bekommen, beziehungsweise RAW-Dateien von diesen Fotos. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt haben die Leute echt wieder Bock drauf. Und ich mache einfach mal eine neue Folge. Und ich habe hier mir 2 Bilder wieder rausgesucht, wo ich jeweils 5 Minuten Zeit für habe. Ich habe die, wie gesagt, vorher mir noch nicht großartig angeguckt. Natürlich habe ich sie jetzt beim Raussuchen einmal gesehen, habe sie aber, wie gesagt, noch nicht bearbeitet. Das ist jetzt hier die Challenge, dass ich 5 Minuten Zeit habe. Wenn du selber Bock hast, mitzumachen, dann kannst du mir einfach eine E-Mail über WeTransfer schicken mit deiner RAW-Datei und dann bist du vielleicht in der nächsten Folge auch mit dabei. Wie gesagt, die Regeln sind, ich habe 5 Minuten Zeit, ich darf nur Lightroom benutzen. In Lightroom kann ich machen, was ich möchte, aber nur innerhalb von diesen 5 Minuten. Deswegen packe ich jetzt einfach mal 5 Minuten auf die Uhr, werde hier mit dem ersten Bild anfangen, was mir der Philipp zugeschickt hat. Danke an dieser Stelle, dass du mir dieses Bild zur Verfügung stellst. Wie ich finde, ein sehr cooles Bild, mal was komplett anderes. So, was ich normalerweise jetzt nicht in meinem Portfolio habe, was ich fotografieren würde. Aber gerade das macht es für mich spannend, das Ganze zu bearbeiten. Ich weiß jetzt schon so ungefähr, glaube ich, in welche Richtung ich hier gehen werde, weil das Ganze so ein bisschen alt, rostig aussieht. Wird das eher so ein bisschen punchiger werden, denke ich mal. Also 5 Minuten auf die Uhr und ich sage jetzt einfach mal, los geht's. Und ich fange jetzt hier gleich mal an. Ich werde auf jeden Fall hier mal ordentlich Kontrast reinhauen. Ich denke mal hier so um die plus 40, denke ich mal. Und dann werde ich die Lichter ein bisschen abdunkeln. Ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen gerade Werte zu nehmen, also so minus 50. Die Tiefen werde ich mal so ein bisschen aufhellen hier noch, plus 65. Dann werde ich die Weißwerte abdunkeln auf ungefähr minus 35 und die Schwarzwerte, die packe ich mal ein bisschen weiter nach oben auf plus 20. So, jetzt werde ich mal noch ein bisschen, ich glaube ein bisschen Klarheit nehme ich noch raus, auch wenn ich jetzt hier sage, das wird punchiger, das mache ich dann aber eher mit den Pinseln dann am Ende. Das ist jetzt hier erstmal die globale Bearbeitung quasi und deswegen werde ich jetzt hier erstmal anfangen, das so ein bisschen ja weniger stark zu bearbeiten und dann gehe ich am Ende rein und werde mit den Pinseln hier noch ein bisschen arbeiten, weil ich glaube, dass wir hier lokal eher so ein bisschen arbeiten müssen. Jetzt habe ich hier erstmal relativ stark die Sättigung rausgenommen, dafür ein bisschen Dynamik rein. Das mache ich auch ganz gerne und ich glaube, dass das Ganze entsättigt etwas besser aussieht. Jetzt gehen wir mal als nächstes in die Gradationskurve rein und hier werde ich jetzt auch wieder so eine schöne S-Kurve bauen und so einen leichten Fade-Effekt hier mit reinbringen. Also ich werde jetzt hier die Weißwerte runterbringen, die Schwarzwerte schön nach oben bringen und dann werde ich das Ganze jetzt hier mal ja so ein bisschen schauen, dass wir das hier so ein bisschen reinbekommen. So eine leichte, hier können wir das vielleicht noch ein bisschen doller machen. So ein bisschen diese S-Kurve hier reinbringen. Ich glaube, die Weißwerte hier können auch noch ein bisschen weiter runter. Und so ungefähr sieht das doch schon ganz gut aus. Natürlich sieht das Ganze jetzt sehr verwaschen aus, aber das wird gleich auf jeden Fall noch behoben. Wir gehen als nächstes in die HSL-Tabelle hier rein und hier werde ich jetzt mal gucken, dass ich die Farbwerte noch so ein bisschen angleiche. Also hier die Rotwerte schiebe ich mir so ein bisschen mehr Richtung Orange, die Orangewerte so ein kleines bisschen weiter Richtung Gelb. Das Aquamarin, ja, vielleicht packen wir das noch so ein bisschen weiter Richtung Blau. Das Blau schiebe ich ein bisschen weiter Richtung Aquamarin, weil wir hier den Himmel noch so ein bisschen bearbeiten. Achte ich hier mal so ein bisschen auf die Blaufarbe hier von dem Himmel noch. Und ich glaube mal hier das Lila, das packe ich mal weiter Richtung Magenta noch. Und vielleicht auch das Magenta noch so ein bisschen weiter Richtung Rot wieder. Wobei das jetzt nicht so viel Effekt hat, das sind nur ganz wenige Farben, die jetzt hier im Endeffekt davon betroffen sind. Ich werde auch die Sättigung hier insgesamt von den Rotwerten noch so ein bisschen runternehmen. Ich glaube, die Orangewerte, die werde ich so ein bisschen nach oben ziehen, damit die hier noch so ein bisschen mehr betont werden.
Und dann die Gelbwerte packe ich auch wieder weiter nach unten. Ihr seht jetzt schon, ich mache jetzt hier so ein Orange-Blau draus. Das sind ja so die Komplementärfarben und das finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man so wenige Farben hat, die dann meistens so im Farbkreis sich so ein bisschen gegenüberstehen. Das hat einfach einen ganz coolen Farbeffekt, wie ich finde, und ja, lässt diesen Bildlook eigentlich ganz cool aussehen am Ende. So, packe ich jetzt hier auch mal minus 35, minus 35 so ungefähr. Ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt werde ich das Orange hier in der Luminanz noch ein bisschen aufhellen und ja, das Blau, glaube ich, kommt jetzt hier noch relativ stark mehr ins Dunkle rein. Das Aquamarin ziehe ich vielleicht auch noch so ein bisschen runter hier in der Helligkeit. Und so passt das eigentlich schon ganz gut. Jetzt gehe ich mal als nächstes direkt in die Kalibrierung rein, denn hier will ich noch so ein bisschen an den Farben arbeiten. Ich werde jetzt hier also als erstes mal die Tonung in den Schatten so ein bisschen weiter Richtung Magenta ziehen. Und dann hier das Rot, den Farbton Rot, so ein bisschen weiter Richtung Orange ziehen. Vielleicht auch noch so ein bisschen Sättigung hier rein. Ich denke mal hier, ja, jetzt, das sieht richtig gut aus. Das wollte ich auch erreichen, dass wir jetzt hier das Orange wieder so ein bisschen hervorheben können. Genau das gleiche mache ich hier den Primärwerten Grün auch nochmal. Die werde ich jetzt hier auch nochmal stark betonen. Und die Blauwerte ziehe ich so ein bisschen weiter runter, dass wir hier das Ganze wieder so ein bisschen weiter Richtung Aquamarin ziehen. Okay, das sieht soweit schon ganz gut aus. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen mit dem Pinsel malen. Und ich glaube mal, ich stelle mal den Pinsel hier so ein bisschen Belichtung rein. Ich werde Struktur stark reingeben, ein bisschen Klarheit werde ich noch mit reingeben und auch ein bisschen Kontrast. Und jetzt werde ich hier mit dem Pinsel einfach nochmal so ein bisschen über das rübermalen hier, was ja im Endeffekt dieses verrostete, dieses dreckige, raue, das möchte ich hier noch so ein bisschen mehr mit reinbringen in das Bild. Und das male ich jetzt hier mal überall rein, da wo man halt das Rostige sieht. Ja, also jetzt hier nicht über die Bäume, nicht über den Himmel. Ich denke mal, hier kann man auch noch ein bisschen mehr Kontrast reingeben. Die Struktur kann hier richtig schön rein. Ja, nicht zu doll. Man darf es nicht zu doll machen. So, ich habe nur noch 10 Sekunden. Ich möchte mal auf jeden Fall hier noch schnell einen Verlauf unten ziehen. Das mache ich noch schnell, auch wenn jetzt die Zeit abgelaufen ist. Aber den kleinen Verlauf, den will ich hier unten noch reinbringen, um das Bild hier unten noch so ein bisschen abzudunkeln, damit wir hier so einen schönen Abschluss drin haben. Jetzt sind die 5 Minuten genau um. Ja, schauen wir doch einfach mal, was hier der Vorher-Nachher-Effekt sagt. Also, das ist jetzt die bearbeitete Version. So sah es vorher aus. Ja, also es hat auf jeden Fall sehr viel mehr Struktur bekommen, das Bild. Ich bin jetzt noch nicht hundertprozentig zufrieden. Gerade so mit dem Farbton im Himmel bin ich nicht hundertprozentig zufrieden. Also das würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr ändern. Ich weiß nicht, na, wenn man es hier noch so ein bisschen weiter rüberschiebt, dann hat das auf jeden Fall so ein bisschen mehr Flair irgendwie. Dann passt der Farbton von dem Himmel ein bisschen besser zu dem Orange. Aber ja, so ungefähr kann man es ja schon mal lassen. Also es ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Innerhalb von 5 Minuten, denke ich mal, ist das ganz okay. Natürlich müsste man das Bild jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen schärfen hier. Vielleicht auch das Ganze noch ein bisschen maskieren, damit wir hier ein bisschen mehr Schärfe im Bild drin haben. Aber so grundsätzlich ist das doch schon eine ganz gute Sache geworden. Also, das Bild gefällt mir eigentlich so ganz gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Wie gesagt, in 5 Minuten, ohne das Bild vorher gesehen zu haben, ist das natürlich eine sehr, sehr große Challenge, aber das ist ja genau das, worum es hier geht. Das ist ja ein bisschen mehr Entertainment als wirklich ernsthafte Bildbearbeitung. Von daher, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Das ist das Vorher, das ist das Nachher. Also, danke auf jeden Fall an Philipp für das erste Foto, was du mir hier geschickt hast. Ich hoffe, dir gefällt es auch von der Bearbeitung. Vielleicht konntest du da ja ein paar Ideen rausziehen. So, gehen wir zum zweiten Bild. Dieses Bild hat mir der David zugeschickt oder David, je nachdem, wie man dich ausspricht. Auch an dich natürlich ein großes Dankeschön, dass du mir hier deine RAW-Datei zur Verfügung stellst. Ich würde jetzt auch hier sagen, wir packen wieder 5 Minuten auf die Uhr und los geht's. So, das Erste, was ich hier machen würde, Weißabgleich, den mache ich, glaube ich, ein bisschen später. Ich werde jetzt auch hier erstmal wieder anfangen, dass ich schön ein bisschen Kontrast aufbaue. Also ich denke mal hier so nicht ganz so doll wie im letzten Bild, weil hier schon relativ viel Kontrast drin ist. Aber ungefähr so, dann werde ich die Lichter hier ein bisschen abdunkeln, ein bisschen mehr sogar, vielleicht so auf 75. Und die Tiefen werde ich auf jeden Fall auch wieder aufhellen, damit man hier den Vordergrund noch schön mit drin hat. Weil das ist ja eigentlich das, was hier auch interessant ist, ne? So ein schöner Vordergrund, wo die Steine hier zu sehen sind. Ich muss allerdings sagen, hier ISO 1600 bedeutet, man darf hier nicht zu viel machen, weil es fängt schon an zu rauschen, sieht man hier schon ganz gut. Ja, da darf man die Tiefe natürlich nicht zu doll aufhellen. Ist vielleicht schon ein bisschen doll jetzt, was ich gemacht habe. Werden wir mal sehen, wie das Ganze am Ende aussieht. Dann müssen wir hier vielleicht nochmal hier zurückkommen und das Ganze nochmal so ein bisschen bearbeiten. Ein bisschen Belichtung gebe ich noch mit rein. Also so ein Touch einfach nur, damit man hier ein bisschen mehr Licht noch drin hat.
Struktur lasse ich erstmal so, Klarheit gebe ich ein bisschen weniger rein, also so minus 10, Dunst entfernen mache ich mal plus 10, damit wir hier noch ein bisschen mehr Farbigkeit, ein bisschen mehr Kontrast in das Bild bekommen. Ja, und vielleicht noch ein bisschen Dynamik raus, dass es nicht ganz so gesättigt ist. Und dann gehe ich mal direkt in die HSL-Tabelle hier rein und werde jetzt hier wieder ein bisschen an den Farben spielen. Das Orange ziehe ich mal ein bisschen weiter Richtung Gelb. Und ja, vielleicht das Blau noch ein bisschen weiter Richtung Aquamarin. Ansonsten von den Farbtönen her gefällt mir das eigentlich so schon ganz gut. Vielleicht das Magenta und das Lila hier noch so ein bisschen. Können wir mal gucken, was das bringt. Ja, wenn man das hier so das Lila so ein bisschen weiter Richtung Blau noch schiebt und das Magenta ein bisschen weiter Richtung Rot, ne, das macht nicht so viel. Ja, muss man auch aufpassen, dass man das nicht zu doll macht, sonst kriegt man hier oben direkt auch so ein paar Artefakte rein. Gehe ich mal weiter runter in die Sättigung hier rein. Ich werde jetzt hier mal die Sättigung von dem Orange ein kleines bisschen noch zurückziehen. Auch von dem Grün, was wir hier unten auf den Stein so ein bisschen mit drauf haben, nehme ich es mal so ein bisschen raus. Und auch das Blau und das Aquamarin wird so ein bisschen in der Sättigung hier noch rausgenommen. Und dann gehen wir weiter runter in die Luminanz. Das Blau mache ich noch ein bisschen heller. Und auch das Grün mache ich noch ein bisschen heller, in der Hoffnung, dass hier die Steine noch so ein bisschen heller werden. Ja, so ein bisschen werden sie heller. Und genauso gut mache ich das mit dem Gelb hier auch nochmal. Und auch ein bisschen Orange, noch ein bisschen heller. So, so gefällt mir das eigentlich schon mal ganz gut hier von der HSL-Tabelle. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal noch die Teiltonung mit aktivieren. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich jetzt hier erstmal den Farbton von den Lichtern einstellen. Und ich glaube, ich nehme hier mal so einen schönen Sonnenuntergangsfarbton, eher mal so Richtung Orange. Bringe jetzt hier mal noch so ein bisschen die Sättigung rein. Ungefähr auf 10. Und ich glaube, in den Schatten mache ich das genauso. Da packe ich auch mal diesen gleichen Farbton hier rein und packe hier auch einfach nochmal so ein bisschen Sättigung mit rein. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, ja, es bringt schon ein bisschen was. Also ein kleines bisschen was. Ich sage ja immer so, weniger ist immer mehr in der Bildbearbeitung. Von daher, für mich ist das eigentlich schon eine ganze Menge, was hier in der Teiltonung gerade passiert ist. In die Kalibrierung gehe ich auch nochmal rein, wenn wir gleich bei den Farben bleiben. Ich werde auch hier die Schatten vielleicht so ein bisschen weiter Richtung Magenta noch ziehen. Dann den Farbton, ja, den bringe ich mal auch noch so ein bisschen rein hier, Richtung Orange eher. Die Sättigung lasse ich mal so. Die Grünwerte ziehe ich mal eher so ein bisschen Richtung Gelb. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und die Blauwerte ziehe ich mal auch noch so ein bisschen weiter Richtung Aquamarin hier. Sättigung, ja, so ein bisschen kann man hier noch mit reingeben. Ich habe ja schon mal in einem anderen Video gesagt, so als kleiner Tipp, die Sättigung von den Blauwerten, hier den Primärwerten, dient eigentlich immer ganz gut, um dem ganzen Bild noch mehr Punch zu verleihen. Also du siehst es jetzt hier, wenn ich das mal voll aufdrehe, wie viel Punch da eigentlich noch drin ist, wie viel möglich ist. Aber natürlich auch hier wieder nicht zu doll machen, nicht übertreiben. Ich denke mal, so passt es aber schon ganz gut. Und jetzt werde ich mir auch hier wieder einen Pinsel nehmen. Werde jetzt hier als erstes mal so ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen Kontrast hier noch mit reinbringe, ein bisschen Struktur und hier nochmal so ein bisschen über die Steine im Vordergrund male. Jetzt muss man hier aufpassen, die Belichtung nehme ich mal raus. Das brauchen wir erstmal nicht. Ich will hier nur ein bisschen Kontrast aufbauen und hier so ein bisschen Struktur noch reinbringen, diese Steine. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Und jetzt mache ich nochmal einen neuen Pinsel. Und jetzt werde ich diesen Effekt mit gedrückter Options- oder Alt-Taste nochmal rausnehmen und hier die Lichter einfach nochmal so ein bisschen erhöhen. Ein bisschen Kontrast, ein kleines bisschen Belichtung. Und jetzt male ich hier nochmal so ein bisschen über das Wasser und mache jetzt hier das Wasser nochmal ein bisschen heller. Also diese Spiegelung, die man jetzt hier so ein bisschen drin hat, die möchte ich jetzt hier einfach noch so ein bisschen betonen. Zwischen den Steinen das Ganze einfach ein bisschen heller hier machen. Das sieht so schon sehr, sehr gut aus. Jetzt habe ich wieder schon wieder eigentlich zu wenig Zeit. Einen kleinen Verlauf packe ich hier noch mit rein. Auch nochmal zurücksetzen, kleines bisschen dunkler machen und hier nochmal so einen schönen Verlauf mit reinziehen, um den Himmel noch so ein bisschen abzudunkeln. Ist fast ein bisschen viel. Ich gebe hier auch noch ein bisschen Blau von der Temperatur mit rein. Und so ein kleines bisschen Belichtung wieder raus. Also die Zeit ist abgelaufen. Ja, ich werde jetzt hier unten auch nochmal so einen kleinen Verlauf reinziehen. Wobei da nehme ich jetzt die Farbtemperatur nochmal raus und auch so ein bisschen Belichtung raus. Ich weiß, die Zeit ist abgelaufen, aber das wäre jetzt hier erstmal so eigentlich erstmal meine Bearbeitung hier in den 5 Minuten, die ich habe. Mir fällt gerade noch auf, das Bild ist ein bisschen schief. Deswegen ziehe ich jetzt hier nochmal schnell das Ganze ein bisschen gerade und vom Beschnitt her würde ich es tatsächlich ein bisschen, würde ich mir hier ein bisschen Himmel wegnehmen einfach. Ich glaube, das sieht auch besser aus. So, und das ist jetzt hier das fertige Ergebnis. Sieht doch eigentlich auch ganz cool aus. Ich mache mal ein Vorher-Nachher. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Ja, ist doch eigentlich schon ein ziemlich krasser Vorher-Nachher-Effekt, muss ich sagen.
innerhalb von 5 Minuten, denke ich mal, ist es ganz okay geworden. Man kann natürlich noch einiges verbessern, aber ich denke mal, hier haben wir auch ein ganz cooles Ergebnis erzielt. Du kannst auch hier wieder in die Kommentare schreiben, wie es dir gefällt. Ich freue mich auf euer Feedback und hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und wie gesagt, schreib auch gerne unten in die Kommentare rein, ob du vielleicht etwas anderes gemacht hättest. Das Schöne ist ja, dass die Fotografie und auch die Bildbearbeitung Kunst ist. Das heißt, jeder findet was anderes gut, wie ähnlich auch in der Musik. Von daher hat da jeder seine eigene Meinung, was ja auch gut ist, und wir können darüber gerne in den Kommentaren diskutieren. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Ich habe nämlich mal in den Statistiken geguckt, dass knapp 70% der Leute, die hier meine Videos gucken, nicht den Kanal abonniert haben. Was natürlich auch bedeutet, dass ihr vielleicht die nächsten Videos gar nicht mehr mitbekommt, was sehr schade ist. Deswegen, falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal, kannst auch die Glocke aktivieren, dann verpasst du tatsächlich gar keine weiteren Videos mehr. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.